Ja, willkommen zu unserem ersten kleinen Kochvideo hier mit Jonas. Hallo. Bei mir. Und ja, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir alles aufgebaut haben. Und wir hoffen natürlich, es läuft jetzt alles auf die Kamera. Ja. Und also wir haben da noch eine. Hallo. Hallo. Und da noch eine. Hallo. Und ja, wir haben uns heute entschieden, was war das? Komm mal. Western Steak. Ja, wir waren schon einkaufen. Wollten wir jetzt nicht filmen, weil wir ein bisschen... Weiß ich nicht, war ein bisschen langweilig, wir haben eine halbe Stunde im Rewe. Wir haben ein paar Sachen jetzt ausgelassen, aber wir hoffen natürlich, dass es ja so geht. Wir haben hier unser schönes Mikro, wo wir auch schön reinreden können. Und dann würde ich einfach sagen, zeigen wir euch gleich mal, was wir alles eingekauft haben. Ja. Für unser lecker Essen brauchen wir folgende Zutaten. Eine Paprika, Petersilie, Zwiebeln, ja, ein Schneidbrett mit Messer. So. ein bisschen Fett, Öl, Salz und Pfeffer, natürlich das schöne Steak, zwei Stück für mich und für Jonas, Speck und hier haben wir noch uns entschieden, Western Kartoffel-Wedges zu kaufen. In dem Rezept standen jetzt Bohnen drin, aber wir mögen keine Bohnen. Ja. Ja. Und ja, nun geht's los mit dem Schneiden. So, jetzt fangen wir erstmal an, die Paprika zu waschen und zu schneiden. Ja. Ja. Jetzt müssen wir das Wasser heben. So, währenddessen mache ich hier schön die Western Kartoffelwedges. Denn da steht drauf 25 Minuten. Ja. Gut. Man macht mal die Kerne. Mir alles, oder? Was? Alles. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung. So. Oh. Oh, ich bin gut. Also. Ja. Ah, jetzt. Was, hast du dich verbrüht? Nein, ja, bis jetzt. Egal. Ganz Zeug hier raus. So, ist die Paprika nicht ein bisschen klein? Ich weiß ja nicht. Da stand eine Paprika. Okay. Ich wollte die ganzen Kerne immer. So. Jonas schneidet jetzt schön. Ja. Hast du die schon rein? Ja. Das ging aber schnell. Kennst du den schönen Griff, diesen? So? Ja. Es geht aber da nicht gescheit. Geht da nicht? Ja, was geht denn da überhaupt? Würfeln, oder? Ja, Würfel. Okay, Würfeln. So, ich mach Vollprofi. Ich mach das schön langsam. So. Nicht so wie Hardy, den hässlichen Finger schneiden. Nee, ich schneide mir nicht den Finger. Weil ich wüsste jetzt nicht sofort, wo ein Flasch da wäre. Toll. ja. Immer schön den Griff. Genau. Warte, ich brauche eine Schüssel. Jawohl. So. Und dann alles schön rein. Das sind keine Würfel. Ach, scheiße. Ich wollte ja nur die Würfel. Stimmt. Okay, das sind Würfel. So. Das ist ja eigentlich egal, ob die viereckig sind oder... Nein, ob die... Ob, wie heißt es? Quadratisch oder... Ja, das ist... Oder das andere. Scheiße. Rechteckig. Ja, genau. Du kannst schon mal die Zwiebeln aufmachen und schälen. Nein, ich habe kein Brett. Wir haben nur ein Brett. doch, mach. Jetzt darf ich die ganze Arbeit machen. Ja, ja. So ist immer. Ich mach's Fleisch. Aha. Zwiebeln. Dann wird's aber nichts, das Fleisch. Also. Oh, es riecht schon, ja? Echt, es riecht schon, ja. Ah. Oh. Okay. So. Dann machen wir mal weiter. Hier steht jetzt... Ja, zwei Zwiebeln. Aber die sind riesig, die Zwiebeln, ja. Guck mal, können wir mal hier schön zeigen. So Riesendinger. Da machen wir dann nur eine, oder? Ja, also wir haben uns entschieden, es gab auch solche, die sind so groß etwa, ja. Davon hätte es ja wahrscheinlich zwei gehabt, aber wir haben uns jetzt einfach entschieden, eine zu nehmen. Ach, das ist. Boah, das ist. So. Welche Schutzbrille, oder? Nein, was? Warte, ich mach das ohne. So. Wie schält man die? Ich habe keine Ahnung, wie der Zwiebel schält. Erstmal die Enden abschneiden. Genau. So. So.
So. Hier schon mit Fucking Four. Kann ich mal lesen, was wir dann alles machen müssen? Ja, ich guck grad. Kann ich mal vorlesen? Ich kann mal vorlesen, als wir uns hier so eine Seite ausgedruckt, das ist jetzt aus dem Internet, da steht dann, also muss ich jetzt noch fein hacken und dann steht da Zwiebelwürfel in heißem Fett anbraten, Kidneybohnen und Paprikawürfel dazugeben und mit Tabasco, was wir nicht haben, abschmecken und dann circa 15 Minuten schmoren. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was Tabasco ist. Ja, weil wir wissen es nicht, wir haben es nicht gefunden. Muss man das so mit der Hand machen? Ich bin kein Kochprofi. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wie lange brauchen denn die Steaks? Also, alles insgesamt auf 25 Minuten. Die sind schon weich. Ja, die sind jetzt halt geschmolzen. Also, stimmt. Dann steht hier noch zwei Zwiebeln schälen. Steht da nochmal. Was wie? Hier steht nochmal zwei Zwiebeln schälen und in dicke Ringe schneiden. Glasig anbraten, ja, wir müssen da also Glasflächen rein. Ja, jetzt einmal Zwiebelwürfel und einmal Ringe oder was? Ja. Oh je. Also wir machen, nimm da einfach jetzt die halbe Zwiebel. Ja, wir haben doch genug. Nein, das ist viel zu groß. Und was ist das? Wunsch, das ist schon. Ja. Guck, also einfach jetzt in der Mitte halbieren. Und eine Hälfte machen. Eine Hälfte Würfel, eine Hälfte Ringe. Dann und das schwarze Groß. Schwarze Groß schneiden. Ja, das schwarze ist auch. So. Jetzt, wie lange brauchen denn die Steaks? Keine Ahnung. Kann ich ja schon anfangen, die bleiben ja warm, hoffentlich. Ich weiß halt nicht. Du musst ja was mit den Steaks anbraten. Ja. Und zwar Zwiebeln, also wenn es jetzt geht, noch Zwiebelwürfel. Ja, und die müssen wir dann anbraten und dann die Paprika dazu. So habe ich vorher, glaube ich, gelesen. Nee, das kommt danach. Was? Ja, hier Zwiebeln in heißem Fett anbraten und dann Paprika dazu. Ja, und dann hier zwei Zwiebeln schälen, die in dicke Ringe schneiden. Das kommt ja auch schon am Ende. Erst musst du die Zwiebeln braten mit der Paprika. Na, ich möchte jetzt gerne mit Fleisch anfangen. Ja, das kannst du nachher machen, das steht erst nachher drin. Ne? Dann machen wir das erst nachher. Jetzt erst die Zwiebeln, wenn ich damit fertig bin. Gut, dann noch einen zweiten Topf. Wir hätten die Zwiebeln erst schneiden können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, ja. So, jetzt mache ich hier. Ich bin der Koch. Brauchen wir eigentlich nur eine Pfanne, oder? Ah, oh, fuck. Was, nur eine Pfanne? Ja. Ich weiß, ja, denke ich schon. Ja, lass. Können wir nachher holen. Ja, genau, wir können ja während die Zwiebelwürfel mit dem Paprika, während die schmoren, können wir das Steak machen, oder? Wie lange brauchen die zum Schmoren? 15 Minuten. Ja, können wir machen. Dann hol ich noch eine Pfanne. Muss ich ganz alleine. Ich glaube, die Würfel sind ein bisschen groß geworden. Hier ein bisschen Müll. So immer so alleine zu unterhalten ist ziemlich schwer, finde ich. Also, naja. Ja. Ich bin jetzt kein Profi im Zwiebeln schneiden. Zum Glück sind die nicht so scharf, dass ich nicht weinen muss. Ja. Ich bin wieder da. Manchmal sind die Stücke echt riesig. So, ich bin da mit der zweiten Pfanne. Für was wir jetzt der zweite brauchen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das reicht so. Was sind das? Sind das jetzt die Würfel? Ja. Die jetzt mit der Paprika anbraten. Genau. Viel Spaß. Ja, in heißem Fett. Dann tu mal, wie viel Fett? Boah, Alter, boah. Ja, dann langst du mit dem Auge in der. Ja, gerade habe ich gesagt, hier in der Kamera, dass die Zwiebeln nicht so scharf sind, aber jetzt kommt die. Boah, ich muss mal ein bisschen weiter weggehen hier. Gut. Nehmen wir mal, das ist nämlich für Steak, das heißt, du kriegst die da. Ach so. Weil bloß in der Zeit ist die kleine an, gell? Ich weiß nicht. Jetzt geht's hin. So, tun wir da mal. Fett. Wie viel Fett? So, Fett. Reicht. Fett halt. Reicht. Ja, braucht halt ein bisschen. Und was müssen wir damit jetzt machen? Die Zwiebeln und die Paprika kommen jetzt da rein, ja?
Ja, wirf die Zwiebeln anbraten und dann die Paprika dazu. Ja. Okay, gut. Dann halt so und... Und was steht denn dann schmoren? Deshalb habe ich, ja auch hier den Deckel dazu. Und während das dann schmort, würde ich sagen, machen wir die Steaks. Und dazu brauche ich noch mehr Zwiebeln. Okay, dann brat die schon mal an hier. Das ist noch nicht, das muss erst heiß sein. Also. Und das bei 9 fast. Ja. Ich bräuchte Zeit. Ja, warte mal an. Kurz, bis das warm ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so laut wegen. Weiß nicht. Ja, ist. Merkt man das? Nee. Bei Audacity gibt es ja die schöne Option Rauschentfernung. Ja. Ich kann die noch ein bisschen kleiner hier machen, weil. Warte, wie geht das so? Okay. Okay, ich kann das auch noch ein großes Messer, was du brauchst. Nein, ja. Nee? Ja, ich schon. Das ist ein klein Ding. So. So, als setzt du mal die Zwiebeln rein. Was machst du? Das machen die Messer. Ja, scheiß drauf. Ja, Mann. So. Jawohl. Zack, so. So, und dann das anbraten. Kann ich die schon mal holen? So. Sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob man sich schön sieht auf die Kamera. So, jetzt gucken wir mal hier von oben rein. Was das ist. Die Jonas ist ein bisschen zu groß. Die gehen eh noch gleich zusammen, da wird das ganze Wasser rausgeschmort. Jetzt ist halt noch die Frage. Schmoren heißt ja dann wieder auf niedrige Stufe mit dem Deckel drauf. Ja, also genau. Ich, gell? Ja. Boah. Ich halt vielleicht in der Küche. Der Zwiebel da. Jetzt, boah, jetzt kommt's. Oh, shit. Okay. So. So sieht das Ganze hier aus. Ja. So. Jetzt weiß ich bloß nicht, steht da irgendwas? Im heißen Zweck anbraten und dazugeben mit Tabasco abschmecken. Boah. Das ja, das Tabasco haben wir leider nicht. Lass mal einfach weg. Oder warte, ich rühr mal weiter. Ich guck mal. Was guckst du? Ach so, ups, ja. So. Boah, jetzt. Ich hasse Zwiebeln. Also, so vom Ding Dampf her. Dann würde ich sagen, tut mal Jonas kurz die Paprika dazu. Sind die schon klug anbraten? Wirklich? Ah, das kommt da rein. Ah! Egal, lass einfach. So, dann mach ich jetzt mal Paprika. So, jetzt kommt die Paprika da rein. So. Jawohl. So, das sieht gut an. Ich mach jetzt mal die Zwiebel hier, ne? Ja. So, das raus. So. So. Aber ich weiß nicht, ob es so gut geht mit einer halben Zwiebel. Drehen wir das mal runter. Wir dürfen die besten Kartoffeln da unten nicht vergessen. Ja? Ja. Die sehen schon gut aus. Ja, glaube ich. Aber die sind wahrscheinlich noch nicht warm. So. So. Dann tun wir das dann mal kurz tauschen. Wie soll ich jetzt die Ringe schneiden? Mit einer halben? Ja. So oder so? So oder? Ja. So. Ja. Da kommt schon eine Fliege hergeflogen. Ich glaube, die sind echt ein bisschen dick dran. Oh je. Schneid nicht nichts für mich. So. Wir hoffen einfach mal, dass es schmeckt. Ja. Sieht aber lecker aus. Findest du? Es riecht auch gut. Aber ist es nicht ein bisschen zu viel Zwiebel? Jetzt kommt das Steak, ja? Dazu brauchen wir jetzt. Steht da. Ich lese mal nochmal durch. Ja. Yeah. Kurz anbraten. Und dann ruhen lassen. Na ja. Sehr gut. Die Frage ist, was nimmt man jetzt da für ein Ding? Jetzt sind die hier mal. Geht das sowas? Eine Pfanne, ja. Könnt ihr mal schreiben, ob es sowas geeignet ist, ja, für Steak? Weil wir haben natürlich schon geplant, ein weiteres Video zu machen und da werden wir, ja, wir können natürlich auch sowas nehmen.
Nee. Nee, ich guck mal kurz durch. Echt, das sieht geil aus. Ich halte das nicht kalt. Ja, unser schönes Rindersteak. Ja. Das mal dazu sagen. Ich weiß nicht mal. Oh, ja, schönes Brot. Ich glaube, die Qualität ist ganz gut. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber. Ja. Und, wie sind die? Ja, die sind gut. Können wir mal hier rein? Ja, hier. Oh. Ah, halt auf Uhr guckt wegen 15 Minuten. Ja, ja. Wirklich? Nee. Egal. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja. Oh, davon muss ich mal umdrehen. Ja. Aua. Ich muss mal die andere Kamera herholen. Oh! Wir schneiden ja nicht mehr, oder? Eigentlich nicht mehr. Oh, das spritzt raus. Oh, ich habe mich schon ein bisschen verbrannt. Hier die schöne Kochtopfkamera jetzt installiert. Also geil sieht es auf jeden Fall schon mal aus. Ja. Mal hier drauf. Ich bin da mal drauf. Nice. So. Jawohl. Kriegt dann jeder nachher einen davon? Ja. Soll ich bloß nicht? Ach ja. Oder? Mal noch. Ja. So, die Zwiebeln sehen halt so aus, weil wir ja da gerade Fleisch gemacht haben. Ja, sieht aber gut aus. Aber die müssen glasig werden, die Zwiebeln. Was heißt glasig? Oder da steht, glaube ich, glasig. Ja, ja. Die glasig heißt einfach. Nee, was? Nee, die glasig heißt. Ja, ja. Was heißt denn? Was heißt? Noch Bissle. Ja, aber für was brauchen wir so viele Zwiebeln? Das zum Dazuessen, aber ein bisschen eh mega filiert. Steck die mal ein bisschen über den Speck, die leckert ein bisschen. Ja. So. Sind wahrscheinlich auch schon fast fertig jetzt. Und ich weiß nicht, ob die Steaks hier fertig sind, weil. So, jetzt. So. Oh, jetzt geht's ab. Jawohl. Ich glaube, das wird ganz gut. Meins, guck mal, wie sieht der Speck aus? Das ist nicht was. Ja, tu den mal raus hier. Du bist gleich. Sieht keiner. Ja, so. Hier mal unseren Speck zeigen in die Kamera. Da ist unser fertiger Speck. Aber ich glaube, ich mache noch ganz kurz von der anderen Seite, damit es da auch noch kurz warm ist. Ja. So, oh, ist ein bisschen zu dunkel, oder? Oh, scheiße. Ja. Ja. Okay, gut. Teller. Teller. Okay. Jetzt mal anrichten. Wir nehmen das jetzt mal, wie wir ein bisschen anrichten hier. Gut. So. Also. Muss ich das Mikro wieder? So, wir haben hier unser Steak. Ja. Unser leckeres. Eins für dich, eins für mich. So. Sehr viele Zwiebeln. Zwiebeln. Also, das ist jetzt wahrscheinlich so wie ein. Wie nennt man das nochmal? Das ist ein bisschen schwarz. Wo soll ich mit dem Deckel hin tun? Einfach mal rein. Das ist wahrscheinlich jetzt so wie ein Zwiebelrostbraten. Ja, dann haben wir hier, wie heißt denn das hier? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall lecker aus. So, vielleicht ein bisschen. So. So, dann haben wir hier noch, wie nennt man das? Ich jetzt Beilage. Unsere Beilage, ja, aber die Beilage sind die Kartoffeln. Die haben wir auch noch. So. Also ich möchte nicht viel von dem. Das sieht jetzt irgendwie. Kacke aus. Ja. Ja, okay, das reicht mir. Ja, dann tue ich da noch ein bisschen. So. Okay. Naja. Sieht so, und dann noch die Western. Machen wir schon mal auf, weil jetzt kommt eine mega Hitze raus. So. Nochmal anschauen. Oh, schön. So. Mich sieht man jetzt leider nicht.
Essen. Aber das ist jetzt dein Teller und das ist mein Teller, gell? Oh, ja. Scheiße. Hier schneid die schönen Kartoffeln. Ich glaube, die sind auch ganz lecker. So. Schön. So, jetzt dein Teller. Jawohl. Wie viel willst du? Egal, mach einfach mal. So, das reicht. Das reicht, dann tue ich die noch in so eine Schüssel rein. So. Hier unsere zwei fertigen Teller angerichtet. Ja, ich glaube, ganz gut gelungen. Das Ganze. Fuck! Da hier noch ein bisschen zugucken. Ja, weißt du, was wir nicht gemacht haben? Was? Salz und Pfeffer. Das können wir noch nachwürzen. Macht nichts. Tun wir nachwürzen, egal. Also, wie ihr seht, von. Profis. Ja. Wir vergessen die Hälfte. Da bringt selbst eine Anleitung aus dem Internet nichts. Ja. Also, genau war die jetzt auch nicht, finde ich. Nein. Aua. So. Okay. Halt es lange lieber, ne? So, wir sind fertig. Wir probieren jetzt das Ganze mal und ja. Hast eigentlich gut hingerichtet, muss man sagen. Also hier, wir haben ja hier noch. Oh, jetzt ist das im Weg. Also, wir haben hier einmal das Steak. Wir haben hier noch sauber, kann ich nochmal nach vorne drehen. So. Dann die Western-Kartoffeln und natürlich diese Beilage, was ich noch nicht so richtig Beilage. Weiß, was das heißt. Da gehört eigentlich auch noch was dazu. Wie ja. Ist das? Tabasco. Ja, Tabasco ja. Gehört dazu, aber ja. Wir wissen nicht, was das ist und ja. Wir haben es nicht gefunden im Laden. Deshalb haben wir uns jetzt hier entschieden. Ketchup. ja, weiß nicht, einfach. Also nicht zum Fleisch, sondern halt nur zu den Western-Kartoffeln, weil die stand natürlich auch nicht im Rezept drin. Ja. Ja, gut. Hier habe ich noch eine Schüssel voll mit dem Western, falls du welche brauchst. Ja, geht's mal dahin. So. Und dann würde ich mal sagen, achso, das ist. Los geht's. Noch zu. Mein Gott. Okay. Auch. Kannst du schon mal probieren, wenn du willst. Ich probiere dann mal. Ich fange mal mit der Beilage hier an. Ja. Halt's auf. Doch, ist gut. Echt? Ja. Die Kartoffeln. So. Gut? Ja. Ich probiere auch mal. Jetzt das Steak. Oh ja, komm, das Steak probieren wir jetzt. Zusammen. Ja. Mit Speck und Zwiebel. Nee, nur mit Zwiebel. Speck. Extra, oder? Na? Jetzt noch Zwiebel. Aber die Kartoffeln sind echt ein bisschen scharf. Das schneidet sich aber echt. Boah, das ja, das ist ein bisschen zu durch, finde ich. Echt? Oder? Zeig's mal in die Kamera, vielleicht sind da ein paar Experten. Ja, hier. Sieht man das gut, hoffentlich. Ich weiß nicht, also das ist jetzt so in der Mitte, da wird saftig. Jetzt. Da wird saftig, ja. Komm, probieren wir mal. Boah, Alter, die Western. Mit Zwiebeln, die sind echt scharf. Haben wir da irgendwie scharf gekauft oder so, ich weiß nicht. Können wir nachher gucken. Ja, egal. Ja, also dann, guten Hunger. Boah. Ist jetzt halt kalt ein bisschen schon. Ja. Aber schmeckt geil. Oh, schmeckt geil. Oh, schmeckt geil. Gut gemacht. Mm. So, jetzt. Ich habe heute Mittag extra nichts gegessen. Bisschen Speck. Mhm. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dunkel geworden. Ja, geht. Vor allem die Frau, können wir mal erzählen, die Frau, wo wir da waren, beim Metzger, wir haben halt so gesagt, ja, wir brauchen Fleisch und wir brauchen Speck. Und dann sagt die so, naja, was für ein Speck müssen wir? Ja, pf, keine Ahnung, Speck halt. und dann haben wir halt gesagt, ja, dann hat die uns halt so rausgesucht und hat gesagt, ja, wie viel wir brauchen. Und dann haben wir gesagt, ja, so dünne Scheiben. Und dann hat sie gesagt, hat sie die so runtergeschnitten und dann so, 20 Gramm langt es euch, ja, pf, keine Ahnung, sind zwei Scheiben. Also, ja. Falls wir zwei Scheiben brauchen, dann wollen wir ja auch zwei Scheiben. Ja. 24 Cent haben zwei Scheiben gekostet. Mhm. Also damit sind wir richtig billig rausgekommen, aber ist ja klar, das Fleisch
4 Euro. Schieß mich tot. Ja. So. Boah. Vor allem, ich freue mich schon, das nachher alles zusammenzuschneiden. Ja. Es geht, glaub. Was? Ja. Kannst du das gut? Ja. Geht schon. Dann darfst du es machen. Geil. Mach, kann ich machen. Hm. Ich hab die Beilage noch gar nicht probiert. Hm? Die geht schon. Ich glaube, da fehlt halt ein bisschen. Ding. Das Gewürz, wo der rein sollte. Mhm. Mhm. Ja. Geht eigentlich. Hm. Ich glaube, die Paprika, die hätten noch früher reingemischt. Weil die sind noch leicht hart. Ja. Also, ja. Aber, ja. Also, falls ihr das jetzt nachkocht, was wir natürlich irgendwie nicht glauben. Also, erstens, wir haben Salz und Pfeffer vergessen. Das steht jetzt hier, falls du brauchst. Vielleicht auf die Beilage bist, ne? Mhm. Immer. Vielleicht ganz wenig. So. Und aufs Steak vielleicht ein bisschen. So. Oh, stelle ich es wieder mit in den Weg rein. Wir haben jetzt hier wieder unser cooles Mikro, ja, das seht ihr eigentlich gar nicht. Natürlich eine Haufen Arbeit ist, aber dann nachher wieder synchron zu schneiden. Ja, ja. So. Die sind ziemlich scharf. Ach, die sind mega scharf. Puh. Aber mit Ketchup geht's noch. Ja. So. Also wie gesagt, wir haben schon einen kleinen Plan, was wir das nächste Mal machen möchten. Echt, haben wir das? Mhm. Wie gesagt, die vorhin gezeigt habe. Ja. Ja. Das wird dann eher eine kleinere Folge, aber es schmeckt wahrscheinlich mega, gell? Sehen wir schon. Weil die haben wir auch bei uns fürs Schulfest gekauft und ich habe die probiert, die sind mega, gell? Gut. Da gibt es dann auch irgendwo, im Rewe gibt es dann auch die passende Brötchen dazu. Ja, ja. Und was wir auch noch nicht gesagt haben, falls ihr das natürlich nachkochen wollt, wir haben jetzt einen Rindersteak genommen und natürlich Natur. Ja, Natur. Und das war frisch, also es war noch in so einem richtigen Boll. Ja. Wie soll man sonst sagen? Ja, keine Ahnung. Ja. Und ja, falls es natürlich ein bisschen, ja, also falls ihr mehr Hunger habt, dann lasst euch halt ein dickeres Stück runterschneiden, aber wir haben halt gesagt, wie viel sind das? Vielleicht 1,5 Zentimeter, schätze ich mal, oder 1 Zentimeter. Das passt jetzt so und ja. Und was natürlich auch ist, ihr könnt es dann warm genießen, bei uns ist es jetzt noch lauwarm, weil wir natürlich alles umbauen mussten. Ja, die ganze Kameras und so. Wir haben natürlich kein Team, schade eigentlich. Mhm. Müssten wir mal unser Team vorstellen, ach ne, geht ja gar nicht. Müssten wir Jannis einladen. Ja. Ja. Aber das wäre ja dann fiesen, dürfte Jannis gar nicht, der kann gar nichts essen. Ja. Ah, das wäre... Ach ja, was auch noch im Rezept stand, das stand da wirklich, da stand unten noch irgendwas mit dem Bier. Ach ja. Das stand wirklich in dem Kochrezept. Zu Salat oder Bier. Genau. Also, sowas habe ich jetzt auch wirklich nicht in dem Kochrezept. Gelesen. Höchstens welcher Wein dazu passt oder so. Ja. Aber ein Bier? Ich brauche noch Ketchup. Mit Ketchup gehen die echt. Also, wir haben jetzt Silvesterkartoffeln alle. Also ich schnaufe schon, ich mag es ja nicht so scharf. Und ich habe jetzt aber das Ding ein bisschen nachgewürzt und dann muss ich sagen, das geht eigentlich. Mhm. Davor war es ein bisschen lahm, wenn man so sagt. Was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, das Steak zusammen mit den Zwiebeln anbraten, weil dann nimmt er das Steak noch so ein bisschen Geschmack ein. Ja. Deshalb macht man das ja auch eigentlich. Also beim Zwiebelroschbraten macht man es ja, glaube ich, auch gemeinsam. Ich weiß nicht.
manchmal. Können wir den lieben Patty fragen, weil der kocht ja so gut wie immer oder so. Echt? Der kocht viel, ja. Hab ich früher auch mal. Echt? Ja. Ja, jetzt immer. Wird sich jetzt hier wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was werden die alles für Fehler machen? Ach was, das war ja nicht arg schwer jetzt. Ja, aber zum Beispiel... Wie ich geschnitten habe, das... Also lieber Penny, schreib doch mal alles in die Kommentare, was falsch war. Gott, ich freue mich schon, das zu sehen. Ich habe ja auch ein paar Fragen gestellt. Ja. Aber das ist jetzt so... Und das ist nicht mehr Medium, das ist schon eher Medium zu durch. Ja. Wir sind fertig, wir haben leer gegessen. Hier. Sieht man gut. Haben wir uns jetzt noch entschieden, da wir das ja wahrscheinlich auch noch öfters machen. Ja. Wahrscheinlich nicht in regelmäßigen unregelmäßigen Abständen so. Wollten wir eine Bewertung einfügen. Die haben wir gesagt, geht von 1 bis 10. Also ja. 1 ist scheiße und 10 ist gut. Beste. Und ja, falls ihr natürlich auch noch Ideen habt, was wir denn so kochen könnten. Und ja, dann schreibt einfach unten rein. Am besten wäre es noch, wenn ihr gleich ein Rezept dazu gebt. Ja, das wäre cool. Das wäre echt geil. Dass ihr sagt, was wir kochen sollen. Genau, also irgendwie so ein Rezept da lasst, wie, was will ich, weiß nicht, aber so exotische Sachen. Oh. Ja, das überlegt man dann noch, ja. Aber... Ich würde einfach sagen, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt, dann können wir uns das mal alles angucken. Aber ich würde sagen, für dieses Essen, also das Fleisch, muss ich sagen, war echt gut. Für mich war es schon ein bisschen zu durch. Ja. Die Western weiß natürlich nicht, was wir da jetzt gekauft haben, ob es jetzt Schafe waren. Das oder kann man eigentlich nicht so mitzählen, finde ich. Weil und es war ja eigentlich nicht im Rezept, aber wir haben ja mir so als Beilage gekauft. Also im Ketchup gebe ich auf jeden Fall eine 10. Das Ketchup. Nein, machen wir mal Spaß. Insgesamt alles. Also... Insgesamt würde ich das schon, ich würde da schon eine 8 geben und eine 8,5 so. In den ich würde eine 7 geben, glaube ich. Eine 7? Ja, eine 7. Gut. Also, falls ihr es nachkochen wollt, lasst die Paprika noch ein bisschen länger drin. Wir haben es ein bisschen zu kurz gemacht, bei uns war die noch so leicht hart. Ja, je nachdem, wie ihr das Fleisch wollt, könnt ihr ja selbst gucken. Und ja, das war's immer mit dem ersten Video. Ist Jonas schneidet jetzt alles zusammen. Ja. Das wird spaßig und ja, wir bedanken uns natürlich fürs Zusehen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.